Hey Kevin, mach doch mal einen Espresso Martini. Sehr gerne, ich muss zugeben, das ist einer meiner Favorite Cocktails überhaupt. Und der läuft im Moment auch super gut. Also, es gibt keinen Abend, wo den keiner bestellt. Wie es der Name Espresso Martini schon sagt, brauchen wir ein Martini-Glas. Das sehen wir vor uns. Da rein geben wir erstmal Crushed Ice, damit das Glas sich vorkühlt. Dann benötigen wir einen Shaker. In den Shaker geben wir nun 40 ml eines Wodkas hinzu. Einfach schön auffüllen. Nehmt den Wodka eurer Wahl. Ich nehme in dem Fall den Absolut einmal hinzugeben. Anschließend brauchen wir einen Kaffeelikör. Ich nehme den Tia Maria dafür. Gern könnt ihr auch zum Beispiel Kahlua nehmen. Von diesem brauchen wir dann 30 ml. Und jetzt zur wichtigsten letzten Zutat, dem Espresso. Dafür geben wir einfach einen Espresso hinzu. Nehmen wir jetzt Eis hinzu, ein Glas davon rein. Und jetzt shaken wir alles gut durch. Unseren Strainer geben wir drauf. Und das steigen wir jetzt in das Martini-Glas ab. Also einmal schön abseihen. Durch den Kaffee bildet sich gleich eine super schöne Krone. Das sieht ihr jetzt schon zum Beispiel. Da könnt ihr optional zum Beispiel mal zwei, drei Kaffeebohnen drauf machen. Im Großen und Ganzen ist das der Espresso Martini.